So, da bin ich wieder da. Wir wollen ja ungefähr die Folgenlänge gleich halten und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit uns. Upsi, da habe ich mir das Kabel gezogen. Herzlich willkommen zurück mit unserer FIFA 23 Karriere. Ja, wir sind immer noch dabei am Start mit unseren Spielern. Wieso gehst denn du? Kriegst du die 4? Der Uchino ja sowieso gehen wird. Ja, wie gesagt, wir werden natürlich jetzt ein bisschen umbauen. Einige Spieler, die natürlich noch nicht so zufrieden sind und noch nie so wirklich angekommen sind, werden jetzt natürlich den Club verlassen. Ich habe jetzt bewusst den einen oder anderen nochmal. Wir haben einen Supercup, wir spielen gegen Dortmund. Ja, Leute, wir sind Doublesieger. Na, gucken wir gerade durch. Hat da vielleicht auch jetzt was passiert? Irgendwas von Fairbusiness, wir haben Kohle gekriegt. Da brauche ich definitiv nicht anzufragen, das fandst du mal dezent die Knicken. Ja, du gehst, du kannst gehen. Kaku Talua möchte gehen, wird auch gehen. So. Transferangebot von 48 Millionen zur Verfügung. Okay, das haben wir ein bisschen. Haben wir jetzt gerade nochmal bekommen? Wir haben nochmal Geld jetzt, glaube ich, gerade bekommen. Bekommst du noch. Ich will dich ganz gegeben. Aha. So. Ich sehe mich lediglich um. Ich sehe mich lediglich um. Ich sage jetzt keine von denen. Ich möchte auch keinen Spielern jetzt irgendwie sagen, ja, ich muss hier sowieso ein bisschen umbauen. Also Fakt ist, dass ich da definitiv ein bisschen was passen muss. Also ich, mit der neuen Saison wird es definitiv ein bisschen enger werden, definitiv. So, das heißt, wir werden auf jeden Fall Carvalho raus. Der wird eh gehen. Lempele auf die rechte Seite. Will ich nicht, brauche ich nicht. Aspas für Abraham. Tschömat. Tschömat für Wadisek. Haben wir noch einen Innenverteidiger auf der Bank? So. Ja, wie gesagt, die Verteidigung, die ist halt ein bisschen. Ich hätte mal halt immer so ihre Probleme gemacht. So. Dann nehme ich den raus, Moriba rein. So, okay. Ja, ihr werdet immer mal wieder eingesetzt. Klar, ihr werdet auch nicht jetzt nicht als Stammspieler da vorne drin sein, aber ihr werdet immer wieder eingesetzt. Ich weiß noch nicht, wen ich holen soll. Backup habe ich ja für Staphylidis. Backup habe ich für Fischer. Also Rote kann ja beide. Der kann ja nicht beide spielen. Ich bräuchte auf jeden Fall noch einen Rechtsverteidiger, der vielleicht da mit reinspringen kann. Fakt ist, dass ich dafür nicht nochmal einen Rechtsverteidiger verpflichten muss. Oder wieder, gut, wenn ich, wenn er ausfällt, habe ich Pereira. Ja gut, ich kann ja ein bisschen umbauen. Rein theoretisch brauchen wir jetzt erstmal eventuell einen neuen Keeper. Das ist so die nächste Planstellung. Ja. Wir werden jetzt nochmal schauen, dass wir einen neuen Keeper verpflichten. Und dann schauen wir mal. So, was haben wir denn noch? Spieler suchen. Freie Spieler. Torhüter, ne, Land, Deutschland. So, was haben wir denn als Torhüter? Daniel Batz. Okay, Jens Bleifig, Tim Boss, Proll, Burchardt, Däne. Hole ich mir. Nico Bantel, kein schlechter eigentlich.
Der wird jetzt definitiv dann unsere neue Nummer 2 erstmal werden. Für die ersten Pokalspiele. Rotation. Wird auf 5 Jahre gehen. Freigabesumme übergehen. 12.000. Ja, 100.000. Also große Sprünge können wir sowieso nicht mehr machen. Größtenteils ist es halt so. So, Nico Mantel wechselt zu Bayreuth. Die Mannschaft baut natürlich weiter ihre. Wir bauen natürlich weiter unsere Mannschaft auf. Also, es wird jetzt keine absoluten Superstars vielleicht geben, aber den einen oder anderen werden wir trotzdem noch holen. Ebenfalls für den Nulltarif, der dritte jetzt mittlerweile. Dann habe ich jetzt die neue Nummer 2. 72 stark, Mann. Noppert, der bleibt ja auf jeden Fall. So, wir haben jetzt hier keine mehr, so die an Spielern, die wir als Nico Eichinger. Ja gut, ich habe ja damals Stürmer suchen müssen, weil mir ja quasi da vorne alles ausgefallen ist. Jetzt Velasco. Ich fange jetzt nicht an, jeden Spieler zu. Nee, ich brauche eigentlich erstmal. Sind wir so weit unter Dach und Fach? Ich gucke jetzt gerade mal noch, wer als Keeper da so unterwegs rumläuft. Schwolo, ja. Zigane. Nee, eigentlich brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr. Wir haben jetzt eine gute Truppe aufgebaut mit einigen, mit vielen Neuzugängen, wovon auch einige mit Schirmer zum Beispiel in der Startelf stehen. Also eine eigentlich nur. Wie gesagt, Albiol, gut, der wird jetzt nochmal 2 Jahre bleiben, der hat einen Dreijahresvertrag, aber der wird wahrscheinlich nach der Saison seine Karriere beenden. Aubameyang ist die nächste Priorität, die versuchen wir, wollen wir noch verlängern. Da habe ich aber Backups, da habe ich aber Möglichkeiten. Aber ich will ihn erstmal noch ein bisschen haben. Gut. Machen wir weiter. Gucken wir, ob wir noch ein paar Abgänge kassieren. Ob wir noch ein paar Abgänge kriegen. Wir sind mittlerweile im. Immer noch im Juli. Jonas Sterner, der für einen Schnapper gekommen ist, das Angebot hole ich mir gar nicht erst an, bleibt für uns. Möchte ich nicht geben. Noppert. Udinese Calcio. Abgelehnt. Meine Nummer 1 behalte ich. Ich kann das nicht, ich so viel Geld mit meinem Spieler machen, aber wofür soll ich jetzt meine absoluten Superstar, meine Top-Talente abgeben? So, das dürfte nur Kaku Tallua sein, der jetzt den Verein fall. Ne, wieder nicht. Das ist. Was ist Neuzugang? Ja, ist Neuzugang, ne? Muss ich nur mal weg. Der ist jetzt eigentlich schon abgegangen. Also, er wechselt. Kaku Tallua wechselt für. Ja. Hat dann. Verlässt den Verein, weil wir ja wieder nachgekauft haben. Für 850.000, also gerade mal nur ein Schnapper. So, oh, Cavallo, möchte ich mal gehen. Angenommen. Kiel Perry, was haben Sie, was wollen Sie denn bieten? 2,5 Millionen? Nö, ist mir zu wenig. So. Mal gucken, wer jetzt geht. Ja, Carvalho. Hat eine Situation gehabt und immer wieder gespielt, aber irgendwann reicht es nicht mehr. Deswegen werde ich ihn jetzt für 1,9 Millionen verkaufen. Oder habe ihn jetzt verkauft für ein Geld halt. Ich habe ihn damals geholt, dass er eigentlich in die Jugend, er ist dann gegangen, wird er jetzt gegangen. So. Jedenfalls wieder eine A-Wertung.
Jetzt geht es darum, den Kader auszubauen, auszudünnen. Na komm. So, kannst du wieder reingelassen? Ne? Ja, kannst du wieder da. So, was haben wir denn hier als nächstes? Ulrich weg. Transferangebot für Uchino, der darf auch den Club verlassen. Und Laurin Ulrich. Wenn der jetzt nicht ein Mega-Angebot kommt, was wollen die denn bieten? 5,3 Millionen? Der ist ein absoluter Allrounder, der kann außer rechts Mittelfeld alles spielen im Mittelfeld. Nein, möchte ich nicht. Abgeben. Bleibt. Bleibt. So, Peters. Kies Peters, ja, der darf gehen. Wie gesagt, der wird natürlich jetzt alles erstmal weg, was jetzt so ein bisschen nicht mehr zu brauchen ist. So, was haben wir hier? Achso, Abgänge, ja. Das ist Hoshino. Auch nicht wirklich angekommen bei uns. Am Anfang von Fortuna Düsseldorf verpflichtet, um den Kader aufzubauen. Aber nie wirklich angekommen. Deswegen der Wechsel jetzt. So, weiter geht's. Wir sind jetzt fast schon vor dem ersten Spiel, ne? So, nur nebenbei. So, wer ist das jetzt? Ist Peters für 860 Millionen nach Polen. Ja, viele, viele Transferbewegungen für unsere Truppe. Und deswegen, es wird noch wahrscheinlich sein oder andere kommen jetzt. Wie gesagt, wenn da jetzt nicht irgendwelche Mega-Angebote kommen, wird da definitiv nichts, wird da auch in meiner Stadt nicht passieren. Also 22,5 Millionen für 50 Millionen muss ich überlegen. So, Peters weg. Micky van de Ven brauche ich jetzt nicht mehr. Ist tatsächlich kein Thema. Ich habe zwei Verteidiger gekauft für die neue Saison. Hey, wir haben noch ein bisschen Zeit. Stanisic, ja, Pinto, okay. Transferangebot für Pinto. Angenommen. Ich darf also den Verein ein bisschen nach dem Fall verlassen. So. 21,8 Millionen für Udi Lewand, von dem Udi Lewand. Ja, das sind Summen, die mit denen kann ich nicht mitteilen. Ich habe ja soweit erstmal ein bisschen Luft geholt, ein bisschen Atmung. So, gut, verhandeln wir mal. Ich mach mal ein Angebot. Was, mal gucken, ob sie. Wenn sie mir jetzt 50 Millionen zahlen, muss ich ihn gehen lassen. Dann kann ich, habe ich sicher wieder Geld für eine Alternative. Nein. 40. Tschüssi. Ihr wollt, zahlt's nicht. Pech gehabt, nicht mein Problem. Nicht mehr mein Problem. So, jetzt gucken wir noch so, ob da noch was geht. Ich habe ja schon Alternativen geholt. So, Pinto ist weg. Also das, was jetzt abgeht an Spieler, sind halt kurz als Jugendspieler, die nicht wirklich Fuß gefasst haben. 120 Millionen für Alessandro Pinto. Auch nur sehr sporadisch, und das ist vielleicht das Beste für ihn, dass er jetzt geht. So. Ja, Supercup ist danach, genau. Transferangebot für Pereira noch. Angenommen. Auch der wird den Verein verlassen, jeweils Brasilianer. Und dann ist quasi die nächste Folge dann der Supercup gegen Borussia Dortmund. Stimmt, der Titel fehlt jetzt auch noch national. Wenn wir den noch hätten, dann hätten wir sie alle. Moukoko, angeblich Angebot. So. Alcalá nach Pereira. Ja, also wie gesagt, es werden jetzt viele, viele den Verein verlassen, die halt nicht da so nicht gut gemacht haben oder nicht gut gemacht haben.
So, gucken wir jetzt noch kommt. Oder ob da jetzt noch was geht. Wer jetzt noch, wenn er jetzt, also ange oh, es geht in Gladbach los direkt. Okay. Also jetzt Dortmund in der nächsten Folge. So, ich gucke jetzt gerade noch schnell. Was haben wir denn hier? Leihangebot. Leihangebot von Union Berlin. Ich denke drüber nach. Union möchte nur Kuku leihen. Die werde ich wahrscheinlich nicht abgeben, oder? Für die Kohle über das. Oder kann ich den nun Berlinern da so ein bisschen dazwischen funken? Zu von Mokoko, mal gucken, ob ich ihn leihen könnte. Der ist tatsächlich von Leihleihe zu Berlin gewechselt. Krass, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass die den leihen können. Ich glaube, ist nicht Union sogar abgestiegen? Ne, die sind drin geblieben, ne? Naja, wie du mal sagst, ist nicht unser Thema. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Aber wir spielen mit Mercedes-Benz Arena gegen Borussia Dortmund um den deutschen Supercup. Und wenn wir das haben, dann hätten wir sogar alle nationalen Titel. Oder mit dem neuen Titel in die neue Saison zu starten. Naja, ich freue mich, wenn wir dann schon wieder hier und mal gucken, was in der nächsten Folge passiert. Es wird natürlich noch das Spiel sein, aber vielleicht passieren noch ein paar Transfers. Bis dahin, tschüss.